Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. Jo, die Uhr tickt langsam. Wir kommen immer näher an unserem nächsten Game, was wir zocken wollen. Nächste Woche kommt das Game, was ich schon mir einen Vorgeschmack gegeben habe. Und zwar den 8. Mai kommt es raus. Und zwar Solo Leveling A-Rise. Und da freue ich mich. Also, ich habe mich ja mit den kanadischen Server verbunden, um das Spiel mal können vorab zu spielen, da es da schon raus ist. Und muss sagen, es gefällt mir sehr. Also, ich hatte ja einen kleinen Gameplay gestartet vor ein paar Tagen. Da aber wegen dem VPN die Ladezeiten unglaublich lang waren, wollte ich es nicht nochmal streamen. Ich habe es aber noch auf dem Handy weitergezockt. Und es hat mir trotz der langen Wartezeiten mit dem Ladebalken, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Danach, nach dem 8. Mai, 2 Wochen später, haben wir dann Wuthering Wave. Darauf freue ich mich sehr, sehr. Schon gut ein Jahr warte ich auf das Game. Hatte damals nie das Glück, einer der Beta-Keys zu bekommen oder von den Close-Betas. Sowohl auf den chinesischen Servern als auch auf den europäischen Servern hatte ich einfach nicht das Glück. Bis dahin werden wir weiter versuchen, noch auf den neuen Charakter von Banner zu spielen hier bei Tower Fantasy. Wir haben sowieso noch jede Menge Sachen zu tun. Allerlei Nebenmissionen. Wir haben noch ein paar Ruinen. Die machen wir heute aber fertig. Wir haben nur noch 2 Stück zu machen. Direkt die täglichen.
Wo ist die nächste? Die ist hier. Den Filtern auch. Wie haben wir. Sind wir schon durch? Sieht so aus. So, wir haben jetzt noch, naja, im Shop muss ich die Kiste kaufen. Die habe ich doch bekommen schon. Matrizen müssen wir auch noch verstärken. Die sind wir auf 92. Ja, 80, das.
Jetzt brauchen wir vier von denen. So, dann machen wir weiter mit den nee, Empfohlenen brauchen wir noch zuerst. Das ist cool. Thank you.
So, dann machen wir wieder die Ruinen weiter. Mensch. Zweite Kiste. Okay, die zwei in der Mitte. Mensch, ich hab immer Schleim, wenn ich streame.
So, vierte Kiste hätten wir auch. Also, ich habe zwei Kisten. Jetzt kommt's. Kiste Nummer 3. Da sehe ich auch schon Kiste Nummer 4. Wenn mich nicht liebt hat, werden die hier jetzt ein anderes Rätsel. Ich wusste es. Also eigentlich ist es einfach. Der hat die Funktion für zwei Lampen. Der hat die Funktion für drei Lampen. Der hat Funktionen für drei Lampen. Und der von zwei. Das bedeutet. Nee, Quatsch. Es ist so, dass der die zwei Lampen hier macht und der linke die zwei außen links. Der macht, dass die rechte rot ist und der andere macht, dass die linke rot ist. Genau. Ja, das müsste jetzt richtig sein. Genau.
Wo könnte dann jetzt die zwei letzten Kisten sich verstecken? So, die eine ist ja hier. Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 3. Kiste Nummer 2. Hier ist Kiste Nummer 4. Da ist eine Öffnung. Schade, das wäre ein ziemlich gutes Versteck gewesen. Weiter nach oben glaube ich nicht. Es gibt kein guter Kletterweg. Glaube ich auch nicht, dass es da oben ist. Lösen wir mal das Rätsel. Das sind die zwei. Ah, es ist wieder das gleiche Rätsel.
Nee, Quatsch. Den hier aktivieren. Genau. Innen müssen noch Kisten sein, also zumindest, ja, da ist mal eine. Nichts. Wäre auch noch eine geile Stelle gewesen. Auf zur letzten Ruine. Sind wir mit den Ruinen durch? Ich sehe schon die erste Kiste. Ist die zweite Kiste.
So wie ich sehe, ist das eine sehr einfache Ruine. Ja, das ist eine sehr einfache. Hui, freut mich. Das sind halt auch sehr leicht verdiente Erfahrungspunkte. Sehr schön runterfallen hier. Kiste Nummer 3. Jetzt können wir noch Kiste Nummer 4 finden. Okay, der Weg ist abgesperrt. Nee, das ist keine Nische. Ah, hier ist Kiste Nummer 4. Für den zweiten Durchgang auch fertig. Okay, ich sehe da schon Kiste Nummer 5. Und Kiste Nummer 6, geil.
Juhu. Okay, dann hatten wir dies dann komplett hinter uns. Hier sind wir fertig. Ich hätte noch Grenzkampf und Kluft der Leere. Oh, wir sind genau auf 2600. Bedeutet, wir haben wieder einen Pilz. Das freut mich richtig. So, haben wir hier mal wieder zwei. Pool, mal schauen. Gold. Schön. Boomer. Das direkt mal an. Bist du Homer? Bin ich stumm? Wo ist denn die Humor? Ich wusste, ich hatte jetzt die anderen vor Augen. Bin ich dumm? Egal, ich hab die jetzt hier komplett. Was hat eigentlich für Fähigkeiten? Wenn ich die vier Teile habe, verringert den Angriff von Zielen mit DOTS innerhalb von 8 Meter um 10, 12, 13, 15 bei wiederholter Entladung wird nur die Wirkung der höchsten Stufe angewandt.
Aber cool, dass ich jetzt das ganze Set habe. Das ist jetzt meine Schwester Matrize, die hier verbessern. Oh, ich schaffe 86. 87. Es ist jetzt mal wichtig, dass ich mal meine Hauptmatrizen alle gelevelt habe. Danach kann ich die Nebenmatrizen, die ich interessant finde, schon aufleveln. Ja, sowieso habe ich dann auch noch Spaß, denn ich glaube, es gibt bis 100. So, dann, ich glaube, ich gehe jetzt mal eine rauchen und dann machen wir weiter mit den nächsten Sachen, die wir abschließen müssen. Gucken, ob wir Grenzkampf finden. Wenn nicht, machen wir noch weiter mit den einzelnen Missionen.
So. Das ging ja schnell.
So, das andere, was wir heute auch machen, ist dann die Simulacra-Missionen. Da haben wir ja noch welche zu machen. Die haben wir ja alle abgeschlossen. Mensch, komm, nimm dann. Linja-san. Accident, mazu. Sore ja, Renshu Studio ni itte miyo. Ja.
Versuche mehr, das ist alles. メリルはドラムがと。 ライブを開催。大丈夫なのか? バンドのことはシャーリーに相談してみるよ。 Ich muss hier リアさん、ありがとう。報告、リアはペダルに足が届きません。
Keyboardも担当できません。 報告。ミアに適した楽器はありません。 練習を始めている頃だ。見てくるとするか。 皆さんに集まってもらって分担を決める前にバンド結成に協力。 この音あまり順調じゃなさそうだ。 練習に没頭するだけ。 Das hört sich nicht gut an. セミールはわざと邪魔してるな。後回しにしよう。ネリル。ネリルのドラムは。 あなたには負け。 コツが分かってきて、バンドがちょっとずつ成長している。このまま練習につ。
Herr Bo. Jo. Moin. Wie geht's? Na gut, und dir? Gut, mein Morgen war nicht so geil. Oh, warum das? Ach, ich hab mich absolut steif gefühlt. Okay. Ich habe auch morgen mir sofort einen Termin beim Arzt geholt, also ich werde mir definitiv die Beantragung auf 4 Stunden fragen. Okay, ich verstehe. Ja, Kaidubi schaut richtig geil. Also die aktuellen Folgen sind richtig gut. Die letzten 2, die haben mir richtig gefallen. Musst du dir auch mal anschauen, den Anime. Kann ich nur empfehlen. Ja, sowieso momentan gucke ich sehr viel wieder. Bitte? Momentan gucke ich wieder sehr viele Anime-Serien. Ich kann dir auf jeden Fall Kaiju empfehlen. Naja, gestern kam ich nicht gut voran mit meiner Serie. Ich habe knapp eine Serie komplett geschafft, also eine Folge. Da war ich weg. Ich kämpfe gerade mal wieder gegen Alekino. Ich weiß nicht, ob ich die Belohnung einsammeln kann. Ich habe sie ja zuletzt gestern eingesammelt. Eigentlich müsste sich das ja jetzt resettet haben, oder nicht? Also ich kann 3-mal in der Woche, ne? Ja, doch, du kannst 3-mal in der Woche. Und pro Tag nur einmal, ne? Ja. Ich bin immer noch verwirrt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, 1-mal in der Woche, weil ich das voll an den am Raid gewöhnt war von Tower Fantasy. Du kannst ihn zwar öfters machen, hast aber halt nur 1-mal Loot bekommen, ne? Ja. Philipp? Ja. Moin. Moin. Was geht? Oh mein Gott. Wir sind gerade in die zweite Phase rein vom Boss, ne? Und meine 3 Mates, die standen alle auf den Haufen und Alekino ist einfach da einmal rein. Ich war so der Einzige, der nicht mit in diesen Haufen stand. Das erste Mal, dass ich nicht geoncehattet wurde. Let's go. Okay, der erste Mate ist schon mal tot. Das ist schlecht. Auch mit dem stärksten Charakter eigentlich von uns. Also ich glaube, dass Neuvi gerade der stärkste DPS von uns allen ist. Ich benutze Wanderer und der andere benutzt Ayaka. Egal, wir schaffen das schon. Wir haben Chichi. Chichi ist richtig gut gegen Alekino, ne? Und das ist wirklich nicht mal ein Joke. Die ist wirklich richtig gut. Und da haben wir gewonnen. Und ich kann nicht den Loop nehmen. Man kann wirklich anscheinend nur 1-mal die Woche. Ah, okay. Haben die das geändert? Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass... Nee, man kann 3-mal die Woche, aber ich glaube nur 1-mal den Boss, denke ich mal. Ja, du hast... Ich glaube, die Verminderung ist auf 3 Bosse. Wenn du andere Bosse noch machst in der Woche, kostet das mehr. Ja, genau, das habe ich ja. Ich habe ja bis jetzt nur 1 Boss gemacht. Ja. Das war 1-mal Alekino. Das war gestern. Deswegen, ich wollte ja jetzt nochmal Alekino machen, weil ich die Belohnungen haben will, aber es funktioniert nicht. Da muss ich anscheinend doch bis morgen warten. Weil dann ist ja so oder so Weekly Reset. Ganz komisch. Na, ich habe vorhin in Honkai in Limited Banner gezogen.
war endlich mal auf High Pity, ich war beim 80. Pity oder so, hab einen 5-Star bekommen und hab 50-50 verloren. Ah, das ist mies. Das heißt, ich habe jetzt 2 Standardcharaktere, sogar 3. 3 Standardcharaktere. In Genshin bin ich aktuell beim 45er Pity. Hab schon wieder 8 Pools gesammelt, sogar mehr. Aber noch nicht meine Dailies und so gemacht. Ich müsste jetzt auf jeden Fall über 10 Pools habe ich schon wieder. Denke ich, oder? Müsste hinkommen, so 10 Pools habe ich schon wieder. Also ich bin 45er Pity. Insgesamt. Der nächste Charakter, den ich ziehen will, ist Grönt. Echt vielversprechend aus. Ich habe jetzt auch das mit den Echos gesehen, ne? Okay. Ich habe gestern ein Video dazu gefunden. Das sind wirklich so, die kannst du dann einfach herbeirufen und die kämpfen dann mit dir. Das ist eine Art wie wirklich wie bei Solo-Leveling halt diese Fähigkeit Arise, wo du so einfach jemanden, wo du sozusagen den du besiegt hast, herbeirufen kannst. Cool. Das wird dann wahrscheinlich da auch so sein, dass du, wenn du einen besiegst, kannst du den irgendwie, hast du dann wahrscheinlich eine Chance, den aufzunehmen. So eine Nekromanzen-Fähigkeit. In der Art, ja. Apropos Solo-Leveling, du weißt ja, nächste Woche kommt das Spiel raus für Sandy. Und PC, ne? Und PC, ja. Ist, dann kann ich es auch endlich mal spielen. Da können wir jetzt zusammen spielen, wenn du willst. Also, weiß nicht, hat das einen Online-Modus? Ich habe bis jetzt nichts gesehen. Ich habe auch gar nichts darüber gehört. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Online-Modus hat. Dann werde ich Herzschmerz haben, weil ich auf meinem aktuellen Account jetzt, wo ich drauf spiele, jetzt schon den Banner-Charakter gezogen habe. Oh, okay. Crazy. Aber sag nicht, du hast Geld ausgegeben. Ne. Okay. Ja, auf meine ausländischen Accounts habe ich nie Geld ausgegeben. Ist absolut Blödsinn. Weil das wäre dann nie meine Hauptaccounts. Ja. Ich suche gerade das Video. Ich habe das Mikro geschickt. Mal kurz checken. Es gibt auf jeden Fall, anscheinend soll, wenn du Level 45 erreichst in Burning Waves, ne? Mhm. Kriegst du eine 5-Star-Waffe kostenlos und du darfst sie aussuchen. Geil. Also eine Standard 5-Star-Waffe halt, ne? Das ist aber geil. Das heißt, wenn du deinen Standardcharakter gezogen hast, kannst du deine Waffe dann dazu noch auswählen. Ich werde das safe machen. Ja. Ich werde dann zu meinem Standardcharakter dann auch die Waffe nehmen. Du willst ja aber die gleiche Standardcharakterin haben. Und ich habe schon die Waffe gesehen. Das ist ein. Was ist denn das? Aus wie ein Doppelpistolen oder so, keine Ahnung. Ist ja ganz komisch, aber ja. Das gerade finden, habe ich das geschickt? Ist das hier? Oh ja, das ist es. Das ist es. Perfekt. Ich schick's dir in TikTok, ja? Okay. Wait, kann ich überhaupt nach? Folgst du mir überhaupt? Du kannst mir das sowieso schicken. Geht das? In der Regel schon. Ich hab's gemacht, ich weiß aber nicht. Der Tag ist gekommen. Ja, Nachrichtsanfrage. Ah, geil. Das sind halt die Echos höchstwahrscheinlich. Also ja. Zumindest sie sehen, denke ich das, weil die Echos sind, das sind halt die, die man ziehen kann, ne? Genau.
hätte gerne den Wolf gehabt, wo ich gerade sehe, der sieht echt gut aus. Oder diesen Flammenspeier. Ja, der die Echse sieht richtig geil aus. Die Echse, genau. Ich weiß nicht, hast du die schon in dem Echos? Dann kannst du sie aktivieren, dann bekommst du sie dann in-game. Du kriegst dann eine Mail zugeschickt und dann hast du einen Code und dann musst du den einlösen, ne? So habe ich das gelesen. Warte, ich guck nochmal. Ich hab die Seite noch auf. Wenn ich, kann ich dir die schicken, ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz, hab die Seite nicht auch noch offen. Muss ich mir wahrscheinlich nur mal anmelden. Ja, ich hoffe echt, dass Kugel Games 2FA-Rennen macht. Jetzt hab ich echt Angst. Gibt's eigentlich schon mittlerweile irgendwie eine Account-Verwaltungsseite? Nee, noch nicht. Du kannst da noch nichts machen. Das nervt mich ein bisschen. Okay, ich konnte mich nicht anmelden. Das sagt mir Fehler. Ich habe mal was gelesen, dass man jetzt mittlerweile schon free downloaden kann. Ich habe das aber dazu irgendwie nichts gefunden. Nö, nee, ich hab da auch gehört. Normalerweise kriege ich immer eine Benachrichtigung, wenn ich was voll downloaden kann. Mann, ich hab sowieso schon bei Epic schon mich ja auch registriert. Bei denen kriege ich auch eine Nachricht, wenn ich es downloaden kann. Okay. Ich hab ja alles schön hier in den Discord reingeschickt, wo man es überall downloaden kann. Immer vorbereitet. Ich check diese Seite nicht, ich melde mich an, drück dann auf Enter und jedes Mal werde ich dann einfach wieder zur Anmeldungsseite geschickt. Ich komme einfach nicht rein. Ich darf nicht rein. Ja, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. So, weil du gar nichts sagst. Ich bin gerade am konzentrieren. Okay. Wir brauchen noch 3,5 Millionen Spieler, ne? Das eine Echo sieht cool aus, der Ho Chief Cyclone. Da siehst du einen riesen weißen Affe. Ah, ja, ja. Affe, sag mir was. Ich habe ja leider meinen schon geclaimed. Ich hab mal noch nicht geclaimt, Ja, ich kann den auch leider nicht mehr wegmachen. Oh. Entweder bin ich lost oder die haben die Seite ein bisschen aktualisiert. Man kann ein bisschen von den Städten sich jetzt anschauen, ne? Auf der Seite. Auf der Hauptseite von Wuthering Wave. Wuhan Long, ja. Das habe ich noch gar nicht Beachtung geschenkt. Nicht rüber scrollen, ne? Kann ich so. Ah, okay, man du siehst schon auf den Karten, was für Fähigkeiten die dann haben, wenn du die rufst. Okay. Also, zum Beispiel, der Fusion Dreadman, der hat zum Beispiel Heilung und Feuer. Den, wo du mir gestern geschickt hast, den Elektro-Predator, der hat Feuer und Vergiftung. Ah, okay. Ich hoffe, dass man auch seinen Benutzernamen überarbeiten kann, weil ich habe so einen übel den random Benutzernamen. Irgendwelche Zahlen. Ja, das ist immer am Anfang so. Ich bin ehrlich, ich habe noch nie, wo ich mich vorgestellt habe, auf sowas geachtet. Noch nirgends. Und überall, wo ich auch mich noch vorgestellt habe, Sendes on Zero und Solo Leveling und so, habe ich auch gar nicht drauf geachtet.
Ich freue mich echt schon auf Sanoa. Ich habe richtig Lust, sie zu spielen. Das ist aktuell so mein Favorite von den Four Stars. Von den Charakteren, die noch kommen soll, gefällt mir echt Jinxie. Falls du die kennst, Elbo. Jinxie, war das einer der letzten jetzt, wo vorgestellt wurde? Die ist noch nicht als Charakter vorgestellt worden, aber man kennt sie schon in-game halt. Sie ist auch auf dem Titelbild von Wuthering Waves. Aber sie ist noch nicht als Charakter angekündigt worden oder überhaupt gesehen worden. Also man weiß noch gar nichts über sie, ob sie überhaupt als Charakter kommt. Aber falls ja, werde ich instant poolen. Ich finde, die sieht vom Design her richtig gut aus. Die gefällt mir richtig. Ich kann dir ein Bild schicken, wenn du möchtest. Jo, schick mal. Na, warte, habe ich das reingeschickt? Great. Es gibt halt noch nicht zu viel Offizielles. Warte, ich schick's dir mal privat am besten. Auf Discord oder wo? Ja. Ja, smart. Ich muss gar kein Bild raussuchen. Es gibt nämlich schon GIFs von der. Passt. Hier, das ist sie. Die hast du bestimmt auch schon gesehen. Ja, die habe ich schon gesehen. Das war in dem letzten Präsentationsvideo. Was halt schwierig ist bei dem Spiel ist, wie bei Genshin, da merkt man es eigentlich, wenn sie ein Element an sich tragen, aber bei denen Charaktere weißt du nicht, wer wirklich ziehbar wird oder nicht. Die haben kein Merkmal an sich. Die sehen auch, die NPCs, die sehen alle irgendwie aus wie Charaktere, ne? Aber ich habe das Gefühl, du wirst sie erkennen, wenn sie einmal an sich tragen. Ich denke auch, es wird NPCs geben, die ja so mal haben. I mean, das Mal ist halt sowas wie ein göttliches Auge, so weißt du? Ja. In der Art kann man das so sehen. Und in Genshin ich glaube, es gibt gar keinen, den man nicht spielen kann, der ein göttliches Auge hat, oder? Außer jetzt die Fatui ist, ne? Eigentlich jeden Charakter, den du getroffen hast, auch in der Story, wurde im späteren Verfahren zu einem spielbaren Charakter. Ja, ja. Oder wird noch? Ja, wie zum Beispiel der Dude, den einen Dude mit der Schlange und den Hals, den hast du ja ganz am Anfang ja schon gesehen. Genau. Richtig, richtig. Ja, ja. Wenn man es so genau nimmt, ja. Das ist wirklich richtig schwierig zu erkennen. Ja. Aber es wird auch bestimmt daran liegen, dass wir noch nicht so an den Stil gewöhnt sind. Wir werden das bestimmt, wenn das Game dann draußen ist, werden wir bestimmt schon unterscheiden können, wer wirklich NPC ist und wer nicht, so weißt du? Ja. Weil es gibt dann meistens immer so einen Regionskleidungsstil, zumindest wie man hier auch in Genshin hat. Da hat so jeder NPC so seinen Regionskleidungsstil, so weißt du? Finde ich aber cool, dass die das so trennen mit den Regionskleidern. Muss ja auch so, dass die repräsentieren ja sozusagen, das ist ja nicht wie bei uns, wo so jeder trägt, was er will, sondern damals war das halt auch so, dass man so ein bisschen so sein Land repräsentiert hat, so weißt du? Zumindest seine Region halt. Deswegen gibt es ja auch Flaggen, ne? Ja. Nur bei uns rennt, glaube ich, keiner mit einer Deutschlandflagge mehr rum oder sonstiges. Naja gut, ich habe zwar auch bei mir zu Hause im Garten eine luxemburgische Flagge hängen. Ja.
für Luxemburg. Da sind wir auch sehr streng. Also, wir akzeptieren, dass andere Leute andere Flaggen in ihrem Garten aufhängen. Aber es ist auch zu gleichermaßen strafbar. Strafbar? Okay, ja. Warum das? Wegen Ausländerfeindlichkeit. Also du machst dich zum feindlich gegenüber dem Land, wo du wohnst, hier in Luxemburg, wenn du eine Flagge rausstellst. Nur diese Flagge. Du kannst zwar deine Heimatflagge als Ausländer rausstellen, aber nur, wenn die luxemburgische Flagge daneben steht. Okay. Sollte Deutschland auch mal einfügen? Was? Also ich glaube, in Deutschland hat es überall tausende andere Flaggen, aber nicht deutsche. Die Deutschen sollten auch mal ein bisschen mehr lernen. Weil wir hatten halt sehr viel das Problem, dass Portugiesen sich überall ihre Flaggen hingestellt haben und irgendwann wurde da auch Maßnahmen getroffen. Okay. Portugiesen haben die irgendwie eine Aktivität mitbekommen. Ja, Portugiesen sind sehr nationalistisch. Oh, ich habe jetzt schon den Pre-Farm für Print. Ich werde wahrscheinlich auch anfangen zu pre-farmen. Wenn ich Angst habe, dass es ja am Ende nicht hier, das wäre schon cool. Aber ich habe genug Zeit. Ich habe diesen Banner Zeit, ich habe nächsten Banner Zeit und übernächsten Banner kommt sie ja anscheinend raus. Wenn nicht, dann habe ich noch mehr Zeit. Sie wird im nächsten Update releasen, höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Nur welche Phase, weiß man noch nicht. Spekuliert wird erste Phase mit Alhaifen. Dann werde ich sogar vielleicht auf den Waffenbanner ziehen. Wenn ich noch genug Suits habe, weil ein Helfens Waffe würde ich mitnehmen oder ihre Waffe. Das ist mir dann zur Schnuppe. Ja gut, seine Waffe ist, sieht auch richtig geil aus. Alhaifen? Ja. Ja, sowieso. Das ist auch richtig gut für Alhaifen. Da ich Alhaifen ja so oder so schon habe, würde das kein Minus für mich sein, weißt du, wenn ich verlieren würde. Also ob ich jetzt Clorins Waffe bekomme oder Alhaifens Waffe, das würde mich dann null jucken. Ich nehme beide. Also eins von beiden so. Beide werde ich wahrscheinlich nicht bekommen. So viel Glück werde ich wahrscheinlich nicht haben. Na gut, ich hatte beim Euler-Banner, wie gesagt, auch richtig Glück. Euler gezogen, einfach random einen 10er-Pool im Klee-Banner gemacht, um Klee zu bekommen. Das werde ich nie vergessen. Und beim Yamiko-Banner habe ich auch richtig Glück gehabt. Da habe ich auch die Waffe gezogen von Yamiko. Ja, die habe ich nicht gezogen. Ich habe so Pech bei den Zauberbüchern. Oder Artefakte. Ich wollte die echt haben, die Waffe, weil ich hatte doch echt genug Pools. Hab gezogen, hab ganz early, ich glaube im 20. Pool, Jeremias Waffe bekommen. Und hab dann 40 Pools später, nee, also rede ich, 40 Pools, ja, ich hatte 60 Pools, hab 20 Pools gemacht, hab Jeremias bekommen, hab dann noch 40 Pools übrig gehabt, hab die gemacht, hab leider nichts bekommen und hab dann irgendwann später nochmal eine 10er Ziehung gemacht und hab dann die Waffe bekommen. Also alles relativ zeitnah. Da habe ich dann die Waffe von Yamiko und von Yoimiya. Yoimiya konnte ich aber nie benutzen, weil ich den Charakter nicht hatte. Habe ich meinen Gun gegeben. Ganyu war auch einer meiner stärksten Charaktere. Ich finde auch, die ist sehr, sehr einfach zu bauen. Ganyu. Ist auch super strong. Aber sie hat auch einen übel starker Charge-Attack. Vom Prinzip machst du eigentlich nur Damage mit dem Charge-Attack, ja. Ich habe 50k Hits gemacht mit dem Charge-Attack, das ist ordentlich gewesen. Wo ich sagen muss, dass ich noch nicht mal richtig gefarmt habe für sie. Weil die Artefakte, die du bekommst, bekommst du so nebenbei, so durch Bossgegner und so, weißt du? Ja. Und da haben die sich bei mir angesammelt, weil ich richtig viele davon gesammelt habe. Damals war ich immer so, goldene Artefakte kamen nie bei mir weg, die habe ich immer behalten, egal wie scheiße die waren. Ja, Rotkern erhalten. Gut, na gut. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich für Chlorinth vorfarmen kann, was ich alles brauche. Ich will mindestens Level 80, danach juckt mich nicht mehr. So, dann hab
habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Simulacra-Story. Das zeigt bis 90 an. Lass mal kurz überprüfen, wie viel ich habe. Schätze die Story. Na gut, 16 von den ganz kleinen, davon brauche ich nur einen. 9 von den weiteren kriege ich easy hin. Und 9 lila, oh, das wird lustig. Gut, sollte aber machbar sein. Ich habe noch richtig viele wegen Alekino. Also richtig viele Feuerkristalle. Was ich jetzt eh nicht benutzen werde, weil ich keine Feuerkette habe. Bennett, ich wollte Bennett hochleveln. Na gut, der Arme. Den kann ich das jetzt nicht antun, um die. Die Kristalle klauen. Für den habe ich auch schon ein bisschen geprefarmt. Er braucht nur seine Pflanzen und Bossgegner. Jetzt auch gestern mal an die Quest da reingemacht, wo du die 4 Steinplatten sammeln musstest. Oh ja. Den Aminoma Kageuchi, das Schwert. Ich habe das gestern geholt, aber keine, ich habe keinen von den Kristallen, weil ich nie in Inazuma Zeit verbracht habe. Also hattest du... war ich bis jetzt am wenigsten, außer halt die Story, die habe ich da aber nur durchgeskippt gehabt. Hattest du auch das blaue Schwert vom Drachengrad genommen? Welches? Das Zweihand. Das, was man auch für Euler benutzen kann. Genau, richtig. Das physische. Ja, das habe ich, Wo du Drachengrad, wo du diese Höhle da öffnen musstest, ja, das habe ich schon gemacht. Ja. Ich finde das Schwert eigentlich richtig gut, weil es hat die passive Fähigkeit, ja, auch diese Eisblöcke regnen zu lassen. Okay, das habe ich. Ich habe es noch nie benutzt. Ich hatte, wie gesagt, für Euler hatte ich. Ihre eigene Signatur von mitgezogen. Und ja, sonst habe ich nie physische Schwert in Benutzung gehabt. Weil ich hatte keinen Charakter, der das benutzen kann. Er kann das noch benutzen, weißt du das? Auf welchem Charakter meinst du? Die Waffe. Auf welchem Charakter könnte ich das noch packen? Bei dem einen, der von Liyue, der Eisjunge. Du meinst der mit den blauen Haaren. Ja, okay, ich weiß. Chongyun. Der braucht das? Physisch? Ist der physisch? Nein, er ist Eis, aber das mitspielt durch die Passivfähigkeit. Was ist denn? Ich habe für Noelle das Favonius Großschwert. Ich finde, das sieht richtig gut aus zu ihr. Das passt richtig gut zu ihr. Habe ich sogar R5. Ich weiß echt nicht wie. Aber ja, ich habe es R5. Ich hätte echt gerne eine HP-Waffe für Nilo. Eine HP-Waffe für Nilo? Dann könntest du... die Waffe kriegst du nicht mehr. Das war eine Event-Waffe. Ja, der weiß ich auch. Ich benutze gerade das Irons-Ding für EM. Meine Nilo ist jetzt nicht gut, die hat gerade 31 KP, also wirklich nicht viel. Und ich wollte ein 2-Piece-Set sammeln, wo es nochmal plus 20 HP bringt. Meine Alekino ist gerade auch nicht so die beste. Ja. Aber für sie farme ich gerade aktuell. Das Gute ist, Alekino-Artefakte kann ich für Cluint auch benutzen. Also ich farm sogar für 2 Charaktere gleichzeitig, auf die ich schon eh Lust habe, so weißt du. Und ich denke schon, dass das möglich ist, dass ich den bekomme.
Doch, das ist möglich, oder? Doch. Doch. I mean, die Pools werde ich hinbekommen. Also 45er PT, das heißt, ich brauche noch 45 und nochmal 90, falls ich verliere. Um komplett garantiert zu sein. Aber es kann auch ein Early sein. Deswegen, ich gehe mal trotzdem aus von einem Early. Ich sage immer mal 10 Pools weniger. Ich habe Vertrauen darin. Das sage ich einfach mal grob geschätzt 130 Pools. So. 130, sagen wir mal 125. Wegen des Minus. 125 Pools in 3 Banner sollte möglich sein, oder? Da ich ja auch den Dings habe, den Pass. Ich hole mir immer den Battle Pass und den 5 Euro Pass. Das heißt, ich bekomme so oder so schon in einem Monat 20er Pools, einfach so. So ein Chlorin wird wahrscheinlich erst nächsten Monat releasen, also habe ich jetzt noch einen Monat Zeit, das heißt easy 20 Pools. Dann ist ja dann noch draußen, da bleibt es auch ja noch knapp 3 Wochen. Auch wieder fast einen Monat, habe ich 40 Pools auf jeden Fall safe schon mal. Was ist das? Jo, bis dann. Tschüss. Was ich etwas dumm finde bei Solo-Leveling, ihr Battle Pass ist auf 2, auf 3 Schichten gebaut. Du hast einmal den Gratis-Pass, wo jeder spielen kann. Du hast dann den normal bezahlbaren Pass. Und dann hast du einen Premium-Pass. Das hört sich nach Call of Duty an. Der Unterschied zum normalen Pass, zum Premium-Pass, ist einfach nur, dass du, wenn du den Premium-Pass nimmst, kriegst du Pools noch im Pass. Das hört sich sehr nach Call of Duty an, dem ja auch so ein Triple Pass. Kannst du einmal die normale Version holen und dann nochmal so eine Black Seal Version, weißt du, was ich meine? Und dann nochmal so extra Belohnungen bekommst. Genau, das sind Alternativskins zusätzlich. Aber hier ist es etwas dumm, weil du kriegst im Normalpass keine Pools. Du kriegst sie nur in dem Exklusivpass. Oh. Der kostet 20 Euro, oder was? Ja. Okay. Ich verstehe. Ja, Call of Duty, die übertreiben gar nicht. Einfach mal für den Black Cell Pass fragen, die 35 Euro. Noch nie geholt. Noch nie. Werde ich auch nie. Ich würde immer nur, wenn ich mir hole, die normale Variante. Ich finde diesen Black Cell Pass. Finde ich absolut unnötig. Ich finde das Skin eh immer scheiße. Ich habe meinen Skin und den benutze ich seitdem ich ihn habe. Also, ich kaufe Black Cell nicht wegen den Character Skin, eher wegen den Waffenskins, weil viele Waffen sehen im Black Cell besser aus. Das gibt mich nicht. Da habe ich auch meine Waffe, die ich wirklich spiele, seitdem ich sie gekauft habe. Zumindest ist das so ein ganzes Pack gewesen und ich benutze immer alles. Ich habe ja jetzt auch Paul Atreides geholt. Das war mein einziger Skin, den ich noch dazu geholt habe. Einen habe ich kostenlos bekommen, durch meinen ganzen Battle Pass, die ich mir geholt habe. Und ja, einen habe ich mir so gekauft und zwei habe ich mir so gekauft, meine ich eher. Stimmt, mein Kaso muss ich auch mal hochbekommen. Ey, das nervt mich richtig. Ich hänge gerade so mit meinen Charakteren. Ich wechsle wirklich jeden Tag einen Charakter, den ich im Blick habe, zum Hochleveln. Das nervt richtig, ne? Ich sagen muss, Kaso ist auch ziemlich wichtig, den mal hochzubekommen. Kaso ist ein echt guter Charakter. Ich habe gerade einfach den
den Kopfgeldboss da getreeshottet. Kann man machen. Boah, Abyss nervt mich genauso. Ich hab den bis jetzt noch nicht komplett durchgeschafft. Weil ich es aber nicht hinkriege, weil ich nur einen guten Charakter habe. Meine anderen Charaktere, auf die konzentriere ich mich nicht. Die werden immer alle so. Aber wird der hochgelevelt, dann war der. Jetzt aussehen wie Bennett. Den habe ich die ganze Zeit nie im Kopf gehabt. Ich habe gerade mal zwei Charaktere auf 90. Was ich jetzt schon merke, das ist sehr anstrengend, die die täglichen Missionen auf anderen Regionen zu machen, außer Mondstadt.処理しきれなかった残りを徹底的に片付けなければなりません。 火消しを目論んでいるのかしら。 多くの人にとっては 一時の都市伝説として消えていく方が好ましいのでしょうね。 少しの間とはいえ 話題にもなったし、そろそろゴミ箱に入る時間だわ。 拳でしたか? 道に迷いそうだったけど、私は何とも。 私の話でわざわざ出む。いやいや。
それからね、あのも私レベルの整備士でもすっごく苦労してミラポリスヒロシと。So, diese Simulacrastory habe ich auch fertig. Dann bleiben nur noch 5. Ich gehe eine rauchen, ich komme gleich wieder. Jo, bis gleich.
Nein. Sind wir wieder da. So, wo muss ich hin? ええ、こっちで大丈夫な。発売日後も抽選会があるのに、1回目でもたくさん合格したから絶対当たるわ。おいおい、また。だが、もし失敗し、つまり私にうまく調子を合わせてほしい。よし、遠慮するな。
Toshi Yone-sama. Nani? Ah. Fenrir. Ah. Ja, Fenrir. Iyo. ちょっと待ってて。トロシお姉様を？待って。フェンリル。ダメだ。フェンリル。ダメだ。フェンリルの性格を見ただろう。厳しくしないとすぐ調子に乗る。どういうつもり？見ての通りです。安心して。任せていい。何かあったら連絡して。 フェンリル。あ、お出かけ、お出か、行こう。出かけるならこのカードを持っていくといい。
Bobo, weißt du, was geil wäre? Was? Wenn du dir die Constellation-Fähigkeit selber aussuchen könntest. Ja. Das heißt sozusagen, dass du zum Beispiel einfach C4 nehmen könntest, ohne halt die anderen zu aktiviert haben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Das wäre echt schon nice. Thank you.
aktuelle Banner bleibt auch noch über eine Woche. Das heißt, ich habe definitiv noch einen Monat Zeit. Okay. Hier, so, damit dann eine Runde fahren.
Das ging so noch. ペットショップ、ペンリルンちのワンワン、今日はワンワンのおも、よかった。ちょっと待って、わあ。すみません。あのガキ。誘拐。ペンリル。
エクセキューター隣にペンリルが買っちゃう。やっぱり出てきた。追いかけよう。しかし悪さをするにしてはあまりに警戒心が強すぎだ。 Die geht mir übelst auf die Nerven schon. Und was? Also die anderen, die hat mir noch Spaß gemacht, aber irgendwie geht der Charakter an sich mir auf die Nerven, finde ich. Oh, okay. Suitawa, koko yo. Demo, Kuromaru wa tewakeshite sagaseba hayai kamo yo. Ich wusste gar nicht, dass du über Botschaften als Teleporter nutzen kannst. Welche Botschaft meinst du? Also im Menü gehst du hier zu den Aktivitäten, empfohlenen Aktivitäten sorgenlos, hast hier unten dann Botschafter. Und diese Stelle kannst du als Teleporter nutzen, wenn du nicht in dieser Gegend bist. Ja. Da kann ich. Du kannst zum Beispiel auch dich ins Apartment hier bringen, das ist das Einzige, was ich jetzt kannte. Wenn du natürlich in der Ortschaft bist, kannst du kein TP machen, weil dann macht er dir einfach nur einen Wegpunkt. Wenn ich jetzt auf einem anderen Planeten bin, teleportiere ich mich direkt dahin. Okay.
Blöde Katze. Katze, geh in den. Geh in den Chesskäfig. ドロシーさんが言うには、チョコアレルギーだぞ。ニャンガオはチョコレートケーキを持ってきたことを後悔してる。あ、そうか。心配いらないよ。チョコがあれば、フェンリルは高く。うん。堂々としてエクセキューターも今日いっぱい遊んでくれたね。 Gott sei Dank, die Story ist fertig. Ich brauche noch 4425. Jetpack fertig aufgelevelt. Nice. So, als nächstes möchte ich die Handschuhe fertig machen. Noch 7 Stück. Also ich weiß nicht wieso, dass ich so viele magnetische Impulse habe. Bis jetzt von den Simulacra-Missionen, die Stories, fand ich die mit der Band am geilsten. Was kann ich, was du meinst? Die hier.
das war die hier. Ah, okay. さっきゼロにオムニアム抽出機を借りたんだけど使い方が全然わからないの。オムニアム抽出機どうし、私が設計したオムニアム最終ドロイドが廃棄種の襲撃。保安部は一緒。ドロイドの作業エリアでは廃棄種の活動が活発じゃなかったから保安部の特殊部隊から一人しか派遣されなくて、だから私たちが直接地上に行って、さ、俺も。まあそんな嫌そうな顔しないの。友達同士助け合うのは当然でしょ。まずは保安部の特殊部隊から一人しか派遣されなくて、だから私たちが直接地上に行って、さ、俺も。自分が何をしたか分かってる？あなたの任務は最終ドロイドを廃棄種から守ること。私はただその、あなたの任務はオムニアム最終ドロイドを、ではドロイドは破損させました。なぜ任務を遂行できなかったの？予期せぬ敵に遭遇したため、アリス保安部の特殊部隊隊員として これがあなたのやり方なの。予測外の敵に遭遇したらなぜ救援を要す。あなたは今まで廃棄地との実戦経験はなかった。何かあったら。はい、わかり、データセンターで B 級処分を1回、3日間の謹慎、それに始末書も追加。はい、さっきお、セシリー、オムニアム抽出装置はゲットしたわよ。おまけにエクセキューターまで。 隊長。隊長って呼ばないで。まだ何かあるの？わ、私もセシリーさんたちの任務をサポートしたいのですが。何？挽回したいの？はい、装置を破損させた責任は私にあります。出発の準備をしてきなさい。はい、不破隊長。だから隊長って呼ばないで。私、 任務をうまくやり遂げたら処分を取り消します。でも始末書は別よ。任務から戻ったら必ず書くこと。はい、不破隊長。さっき彼女に対して厳しすぎるんじゃない？いつもはそこまで厳しくないのに。いくらアリスでもあんな無謀な行動は許されない。私が怒ってると。もうちょっと優しくしてあげようよ。 ほら、片目を開けて。片目閉じてる？うん、閉じてる。さ、あれから時間が経ったけれど、彼女を見るたびに鉛を抱えたみたいに心が重くなるわ。でも欲張っちゃダメね。こうして元気でいてくれてるだけで十分。そうね。それってアリスのこと？私から話す。一緒に任務を遂行するなら、 アリスのことを知っておく人。約束するよ。アリスは保安部特殊部隊の前隊長。アリスが？全ての発端は数年前に起きたあの事件よ。当時ミラポリスの防御シールドの弱点があった。その日シールドを突破した廃棄種の大群がまさにミラポリスになだれ込む寸前だった。アリスはいち早く現場に駆けつけ、 大量の廃棄種相手に、たった一人で死闘を繰り広げた。
そしてなんとか部隊が到着するまで持ちこたえたけれど、彼女もまた倒れてしまったの。アリスは私たち全員の英雄よ。あれから防御シールドは完璧に強化されて、もう廃棄種に突破される心配はない。全部彼女のおかげだと言えるわ。アリスの名前は知られていない。人々は彼女を002と呼んでいるから。だけど私は知ってる。だって私たちは誰もが彼女は死んだと思っていた。回復した彼女が保安部に現れたあの日までは時間が…でも私には分かった。彼女は紛れもなく、あ、サキ。それじゃあ彼女の方もサキを。残念ながら回復した彼女は MSEC002 時代のすべて記憶喪失…そうよ。後から知ったのだけれど、科学技術省は全力で彼女に治療を施し、彼女は奇跡的に一命を取り留めた。彼女が記憶を失った理由はまだ分かっていない。だから彼女の心を守るため、当時のことを本人には絶対に話さないようにとユリン様はおっしゃっているわ。今の彼女は保安部の新人隊員。え、さっき。だけど心配はいらないわ。ちゃんと気持ちを切り替えられるから。セシリーさん、エクセキューター準備ができました。環境に異常はありません。目標地点の最近の空間変動を調べた限り、廃棄種出現の可能性は高くありません。準備万全だね、アリス。当然です。今回の任務失敗は私…あまり気にしないで、アリス。気も…はい。前に言ったこと忘れないでよね。よろしい。Ich finde es lustig, dass hier noch immer Asuka, Shinji und Rei stehen. オムニアム採集では異なる環境下で濃縮されたオムニアムを収集したいから、いろいろな場所に移動するわよ。空気、水質、路上、場所はみんなの通信端末に送信しておいたわ。こんなに多くの場所に。事の大きさが分かったでしょ。私たちまで待つ。よく分かりました。ねえ、湖の中心に行ってオムニアムを採集してきて。分かった。じゃあよろしくね。なかなかない機会だし、この辺で気晴らし。ん、セシリーさん、遠くに行かないでください。危険で。はいはーい。
なんだろう。急いで様子を見に行こう。Könnt ihr ja trinken in dem Wasser, wo man stehen kann. Cecily-san, Kisa o massugu nobashite mite kudasai. Ashi ga tsukimasen ka? Massugu? So, massugu. Ima no wa suiei no renshu. Tada aruku no wa tsumannai de shou? Atarashii skill no renshu yo. Ima no wa...セシリー式遊泳法どう？この縁の深さは子供用のプールと同じくらいなのでセシリーさんにはちょうど良いかと。セシリーさん、案に背が低いと言われてる気が。アリス、地上任務は今回で何回目？2回目です。まだ2回目？はい、1回目は失敗しました。アリス、落ち込むことないって。さっきは言葉はきついけど心根は優しいのよ。はい、わかりました。二人とも次に行こう。次は動物関連のサンプルの収集だ。そろそろ次のポイントに行こう。あれ、私にも分かりません。セシリーさんは他の場所にサンプルを集めに行くと言ったきり姿が見えないんです。ついてくるなと。あれ、セシリーさんじゃないか。そのようですね。ちょっとあんたたち早く、いや
シリーさん、今度は木登りの練習ですか？え？あ、そう？それではお邪魔はいたしません。あ、訓練効率を上げたい場合はゴム系の木がおすすめです。摩擦係数が低いので。ちょっと行かないで。やっぱりか。グースビーストっておとなしくて人懐っこいはず。セシリーさん、まさかグースビーストを怒らせて追いかけ回されたのですか？違う、今回のは全くのアクシデントよ。さあ植物サンプルの採集に行きましょう。Mist.残り一箇所か。はあ、どうにか終わりそうね。あとは空気と土壌関連。アリス、終わったら厳しい隊長殿に会えるわよ。確かに隊長は私たちに厳しいですね。同期のみんなは陰で隊長を悪魔と呼んでいます。それになんとなく目をつけられているというか、私にすごく厳しいのです。
何か隊長を怒らせるようなことをしたのでしょうか。覚悟はしていたものの、これほど大変だとは思いませんでした。以前よりもはるかに。あ、私昔スケーターを目指して。アリス、どうして自分の夢を諦めて保安部に入る道を選んだの？エクセキューター、ほらあちらを見てください。何が見えましたか？果てしない砂漠、そこに住む生き物、そしてミラポリス。不思議な場所ですよね。ベラの人々を生かすため存続している町。この果てしない砂漠の中、進路を見失った船を港へと導く灯台。私はミラポリスをそんな風に思っています。ベラの現実がどれほど残酷でも、ミラポリスがある限り人々には常に心の拠り所がある。いつか明るい未来がやってくるという希望がある。廃棄種の出現は新たな苦しみをもたらしました。ようやく立ち直りかけた日々は打ち砕かれ、人々は大切なものを失いました。好きなことを諦めたのは事実です。ですが私たちの仕事によってミラポリスの人々が安心して暮らせるなら。でも迷惑をかけてばかりの私を、辛いこともありますが、ちゃんと分かっています。私は幼い頃から戦闘くんおかげでおバカさんを思い出したわ。おバカさん？そいつも昔は隊長の厳しい訓練に苦労して、保安部なんかやめてやるってよくわめいてた。でも次の日にはちゃんと出勤して新しい訓練を受けていた。心の中は不平不満でいっぱいでも、訓練や任務を終えるといつも誰よりもうまくこなしてた。Gerade mit einem AR-60er gespielt. Wir haben gegen den Boss gekämpft und ich habe 80% des Damages alleine gemacht. Und das nur wegen Alekino. Die ist viel zu overpowered am Anfang. Also selbst mit scheiß Stats ist sie richtig gut.回ってクタクタよ。予想外だったわ。オムニアム採集って時間も労力も半端ないわ。あなたずっとこんなことをやってきたの？そろそろ戻りましょう。私はここで休んでるから、あっちにいるアリスを呼んできて。はあ、疲れた。わかった。
て美しい曲。アリス。あ、エクセキューター。綺麗な声。あ、いいえ、そんな。もうすぐ時間だ。期間の。はい。アリス、さっき歌ってたのはなんて曲？この曲は私のお気に入りなんです。頭の中でよく流れているメロディーです。このメロディーを口ずさむといつも心が落ち着くんです。表情にこのメロディーが響いている時、私はいつも自信を持って滑らかなステップを踏めるのです。アリス、君はすごいね。いいえ、そんなこと。不破隊長やエクセキューターと比べたらまだまだです。エクセキューターはご自分をどう思っていますか？え、俺？出発前にデータを確認させていただきました。素晴らしい実績でした。アーシャのオベリスクを守り、第9地区を救い、他にも数多くの功績がある。どれ一つ取っても賞賛に値します。第9地区はあなたを誇りに思っているでしょう。ミラポリスが素晴らしい貢献をした人を誇りに思うように。この先ミラポリスはこの街を助けに来てくれたエクセキューターを忘れることはないでしょう。私の目標はあなたのような人になることです。どうかしましたか？何か言いたげな顔をしていますが。うん、なんでもない。でも一つとても気がかりなことがあるのです。エクセキューターは自分が記憶を失ったことをどう考えていますか？俺？実は私も似たような状況なのです。俺は、私には過去のある期間の記憶がありません。もやがかかったようで、思い出そうとするたびに何か大きな力が障壁となってそれを妨げるのです。不破隊長も他の皆さんもいつも何かを隠しているような気がします。最初はとても気になっていました。でも今は分かっています。皆さんが黙っているのは私のためなのだと。だからもう気にせずに前を向いて生きていきます。訓練も任務もきちんとやり遂げて理想の人間を目指します。エクセキューター、過去の物語を忘れてしまったなら新しい物語を描けばいいのです。いずれにせよ誰かの記憶には残るでしょう。少なくとも今のあなたは素晴らしい物語を持っている。違いますか？おーい、二人とも、すごく甘い果物を見つけたよ。食べてみて。さあ行きましょう。セシリーさんが待っています。分かったよ。
当にあり。いえ、セシリーさん。じゃあね。あ、そうそう。はい。アリス！あるけど。シンクに来たのは初めてです。早く着きすぎたようですね。少し散策してみませんか？そういえば思い出しました。ロシンクの店長エリアには英雄たちの功績を記録した場所があるようです。行ってみませんか？ずっと興味があったんです。ここに違いないわ。本当にあったわ。ミラポリスに多大な貢献を果たした人々の功績が記録されている。素晴らしい功績ばかり。いつか私もここに記録されること。保安部最高権限を確認。指が触れた。何が起きたの？データベースを呼び出し、暗号化された非表示データを表示します。これはコードネーム MSEC002 アリス。これは私、私のコードネームはアリス。 MSEC2000。やはり怒ってしまったか。最悪の事態が。アリスの状況は少々特殊だ。私たちはこれまで彼女の精神に対して実験的な治療を続けてきた。これは彼女の武器と関係がある。武器？そうだ。彼女の武器不滅の翼は、大厄災前の彼女があの戦いの中で生き残れたのもそれが理由だ。Ich glaube, bei mir ist gerade ein Grafikfehler. Ich sehe es. Warum sind zwei bei dir? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich w ミラポリス防衛戦において殉職したことになっている。だが私たちは密かに彼女の治療を続けた。この状況は治療の見込みが立つまで続き、意識を取り戻したアリスは再び皆の前に立った。
アリスが意識を失ったのはなぜでしょうか。わからない。アリスの粘り強い意志がなければ、不滅の翼は彼女を生かし続けるのに十分なエナジーを吸収できなかっただろう。しかし逆にそれがアリスが意識を失う原因となったのかもしれない。これまでの情報から推測するに、この機能は使用者の精神力を過剰に消耗させる。今回のこともおそらくあの戦闘でアリスが不滅の翼を使いすぎたことが原因だろう。これは記憶喪失というより精神面の問題だ。今回これほど激しい反応が起きるとは私たちも予想できなかった。彼女は意識を取り戻すのでしょうか。現在彼女の精神波動は非常に乱れていて、それが大脳に影響を及ぼしている。この状態が続けば最悪の事態もあり得る。最悪の事態。Hey, der andere noch da vorne rannt. Ja. Oh mein Gott! Der Typ war noch komplett anders dann. Ja. Was ist denn du willst? Ich kann euch auch das Gerade kommen, oder? Charlie. Was ist denn die Seele, die ich nicht hatte? Arsha Jikun, Kate Stone, Dr. Claire.被験者の精神世界にアクセスしていました。あの時私は化け物の叫びに満ちた暗い空間にいました。大声を上げても誰も答えてくれませんでした。化け物たちに襲われながら私は束の間の安心を得るために、しゅ突然真っ暗な空に明るい星が現れ、星の方から兄の声が聞こえる。兄はずっと。Also die Story ist definitiv besser. その時は兄の声だとは分からなかったんです。だけどその声に導かれ、アーシャ時空のドクター・クレアが精神波動を修復する技術を持っていると。そうです。ミラポリスはこの町に尽くした人間を決して見捨てたりはしない。大宮地区のオフィサー、エルリックに頼んで、ドクター・クレアに連絡してもらおう。エクセキューター、チャーリーさんと先にドクター・クレアのところへ向かってほしい。準備が整い次第。
Bebo, weißt du noch, wie man diese Elektro-Dinger upgraden kann, wo du durch die Elektro-Wände gehen kannst? Ah, diese... Ja, ich weiß, was du meinst. Das war doch... Warte, wenn ich mich richtig erinnere... Du musstest doch diesen Elektrobaum doch... Okay, gut. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, war es der Baum, wo ja, Miko ist, ihr Tempel? Ja, ich weiß nicht, ein Baum, du meinst, alles gut. Genau, okay. Kam die Schreinbaum da. Den muss ich aufleveln. Na gut. Welche Stufe brauche ich, ne? Ich sehe es. Okay. Gut. Jetzt Stufe 4. Na gut.本当
ったとしたら、あんな美味しいご飯は作れないし。まあいいか。酸っぱいサイダー、思い出したぞ。外に行ってみよう。チャーリー、また外に出たな。え、出てないよ。そうか。ミア、私の味方じゃなかったの？ミア、何も言ってないです。やっぱりな。カマをかけたのね。引っかかった方が悪い。お兄ちゃん一応証拠もある。ほら、背中にくっついてるぞ。この植物はシェルターの外にしか生えてないはずだ。たく、草の上で寝転がるのはやめろって何度言えばわかるんだ。だって太陽が気持ちいいんだもん。ちゃんと反省しろ。さあ、早く着替えてご飯だ。すぎるよ。平気平気。ここは危険だと前にも言ったはずだぞ。手伝おうと思っただけなの。手伝い、面倒増やすだけだろ。でも私…でもじゃない。すぐ戻るんだ。今後は俺の許可なしに。お兄ちゃんなんか大っ嫌い。
Aber ich muss gleich pennen gehen. Ich gehe auch gleich pennen. Ich habe gerade schon wieder gesehen, schon wieder gleich 1 Uhr. Ja. Oder woher? Ich dachte die ganze Zeit, wir haben 20 Uhr oder so. Zeit geht so schnell wieder um. Ja. Viel zu schnell. Ich habe ein bisschen gesammelt hier. Gehen wir gerade. Oh, ich komme auch gut voran. Ich habe wieder ordentlich gesammelt. Bin jetzt bei 11 Rotkerne und fast 3000 Dunkelkristalle. Das sind dann 31, fast 31 Pools. Und ich brauche 36. Noch 5 Stück muss ich sammeln. Nice. Hast du bestimmt morgen auf jeden Fall? Ja, ich hab ja morgen noch frei. Ah, okay. Na, das ist sehr gut. Ich leider nicht. Aber dafür anscheinend Donnerstag und Freitag wieder. Sag mal, bei der Rüstung, wo sieht man eigentlich, wie oft man die schon jetzt kann über... Wie? Ich weiß schon, was du von willst, kann man nicht sehen. Kann man nicht sehen. Augmentation kann man nicht sehen. Du wirst es dann erst bemerken, wenn es dann soweit ist. Ja. Ich finde das auch blöd. Weil das ist ja dämlich. Das ist wirklich dumm. Das echt mal hinzufügen, dass man das sehen kann, ne? Kann man sich darauf vorbereiten, wie oft man es noch machen muss. Richtig. Bei mir war es auch einfach, als ich mein erstes Titan-Teil hatte, war das auch einfach so dran. Wie ist es eigentlich, ich habe gesehen, im Event kann man den zweiten Skin vom Banner-Charakter kriegen. Wenn man das Event spielt und den Skin freischaltet, ohne den Charakter habt, bleibt der irgendwo abgespeichert oder? Ja, du kannst den Charakter dann sogar benutzen. Ernsthaft? Yep. Du kannst den Skin benutzen, ohne den Charakter zu haben. Okay. Das ist echt cool, ja. Aber. Also, das heißt, du brauchst gar nicht den Charakter, um den Skin benutzen zu können, so, ja. Okay, das ist geil. Das hatte ich nämlich auch. Ich habe nämlich einmal random einen Skin gepoolt. Und ich dachte, man kriegt den Charakter mit dazu, hat man aber nicht. Ich hatte aber den Charakter dann, aber. Ja. Nicht den Standardcharakter, also den Standardskin und die Waffe hatte ich halt auch noch nicht, ne? Okay. Ja. Das ist aber cool. So ist denn. Das Event hast du noch gar nicht gespielt. Oder? Ich hab nur das Event angespielt, hab bis jetzt aber noch nicht viel gemacht. Hm. Echt mal wieder reingehen. Ich bin gerade schon wieder so in der Genshin-Sucht drin. Verstehe ich. Davor habe ich auch schon wieder Angst, wenn ich würde mit Raves anfangen, dass ich da dann richtig in der Sucht drin bin. Da werde ich auch voll in die Sucht fallen. Da habe ich schon wieder ein bisschen Angst, dass ich dann kein Genshin mehr spiele. Ich will echt gern Clarint haben. Wie
lange habe ich noch Zeit auf dem Banner? Normal war es noch über 20 Tage. Wo steht denn schon? Noch 21 Tage. Ja, danach will ich sowieso noch auf die Matrizen von Plotti spielen. Stecker, es reicht für heute. Wird morgen weitergezockt. Also bei Whirling Waves hier beim Kartenwett habe ich echt Pech. Jede Karte, die ich versuche einzulösen, kriege ich nicht. Und die nächste Karte habe ich nicht bekommen. Ey, das kann doch nicht sein.